Hallöchen, Freunde, und weiter geht's hier mit Herr der Ringe, Lego, und wir müssen ein bisschen reisen, denn wir haben ja jetzt uns im Bonus-Level haben wir uns den Sauron und Saurons Mund geholt, und jetzt können wir eigentlich mal uns den Berserker holen. Der wartet nämlich in Helm's Klamm auf uns. Helm's Klamm, das ist hier unten. So, da reisen wir mal hin. Weiß ich gar nicht. Probieren wir es mal im Tag. Und da muss irgendwo der Berserker sein. Weil der ist wichtig. Der kann nämlich fast alles. So, und wir halten uns jetzt gar nicht auf, hier irgendwelche Sachen klein zu hauen, sondern wir suchen mal. Ich weiß selber nicht, wo der ist. Hüpfende Lego-Objekte. Ah. So, hier brauchen wir einmal einen. Genau. So. Und hier kommen wir nämlich hier mit durch. Oh. Mal ein bisschen Licht machen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hüpfende Lego-Objekte. Ist ja denn hier irgendwas Hüpfendes gewesen? Mir ist da jetzt nämlich gerade nichts aufgefallen. So, was ist denn das hier eigentlich? Die Dinger hier, die fand ich eh schon immer komisch. Können wir die hier mit zerhauen? Können wir nicht. Das versuchen wir mal mit dem Berserker. Aber wo ist der Berserker? Ich weiß nur, dass er in Helm's Klamm ist. So, das ist was für Gimli. Ja, ist die Frage. Wir können hier eigentlich dann immer mal wechseln. Okay, natürlich. Die müssen wir natürlich nehmen. Und hier gegenwerfen. Und zack. Schade, ich hatte jetzt gehofft, dass der uns hier vielleicht eine Truhe rauswirft. Aha, der hat's gehüpft. Was? Okay. Ach so, einen weißen Stein. Okay, den habe ich hier noch gar nicht gesehen. Okay, das müssen wir einfach nochmal probieren. So, hier ist jetzt kein Timer. Also der hat eine Quest gehabt. Gut, gut. Und die Musik, ach hier, der offizielle Soundtrack ist einfach zu schön. Gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Also Augen aufhalten, wenn hier irgendwas hüpft. Bei dem hier wissen wir es ja eigentlich. Ich weiß nur nicht. Ich bin echt ein bisschen überfragt, was wir dann machen sollen. Und ich will mich hier nicht mit so einem kleinen Scheiß aufhalten. Habe ich ja versprochen. So, hier vorne. Aber da brauchen wir Sprengstoff. Ist die Frage, was hat denn eigentlich Sauron dabei? Kann der das hier vielleicht sogar zerhauen? Kann er nicht. Hat er Bomben? Bomben hat er nicht. Na gut. Aber der Sauron ist schon süß, ne? So als Lego-Figur, wie der läuft. Ich finde das schon putzig. Können wir hier auch nicht mit beigehen? Gibt's ja gar nicht. So. Aber wir gucken mal weiter. Wie gesagt, ich will mich da nicht zu lange mit aufhalten. Was haben wir hier?
Können wir hier vielleicht mit Frodo ein bisschen Licht machen? Nee. Können wir nicht. Das ist einfach nur dunkel. Da ist aber nichts mehr. So. Ich glaube, da waren wir ja. Ach, das ist hier vorne. Ah ja, da waren wir ja schon. Alles klar. Gut. Hier links, das habe ich gesehen, da geht's mit... Oh. Sam? Na, super. Sam. So, also das ist hier ein ganz schönes Hin- und Hergerenne. Warum? Ich wollte jetzt eigentlich auch mit dem Sauron den als Sam machen, aber gut, was soll's. Einfach nur mal schauen, was es hier so gibt. Oh. Klasse. Ach so. Ah, ich weiß nicht, ob die Bratpfanne das Richtige ist. Ach, du Schande. Wie soll man das denn schaffen? Das versuchen wir am besten nochmal als Legolas. Das ist also einfach nur eine Quest hier. Alle Dinger zu zerstören. So, ich wollte jetzt aber einmal Frodo nochmal haben. Okay, hier gibt es nichts mehr. Dachte ich jetzt eigentlich. Schade. Gut, dann versuchen wir es mal weiter. So, hier geht's in die Burg. Genau, das ist nämlich der Kram. Also, wenn wir hier als Legolas vielleicht sind. Vielleicht dann mit Pfeil und Bogen. Nee, will er nicht. Okay, das wird ein bisschen komplizierter, macht aber auch nichts. So, was haben wir hier? Wir haben vor kurzem einen bösen Angriff der Warge erlitten. Und eine der Bestien hat mich von meinem Pferd gehauen. Wir blieben unversehrt, aber ich konnte seine dekorativen Hufeisen nicht finden. Oh, das ist natürlich schlimm. Oh, Entschuldigung, Frodo. So, hier brauchen wir einen starken Charakter. Ja, das war mir klar, dass du das nicht bist. Also, Sauron. Und ja, und dann probieren wir es mal. Na. Na. Na, und auf das Ding. Wunderbar, so machen wir es mit dem Griffen. Und dann können wir hier nämlich das hier durchschieben. Dann müssten wir hier einen Hobbit durchschicken können, ne? Mach mal Platz, Digga. Jawohl. Ah. Und da haben wir den einen Stein. Wunderbar. So, und ich frage mich gerade, wie wir das hier am besten lösen können. Also, zack, hier dann vielleicht zum nächsten. So, probieren wir es einfach mal, ob das zeitlich dann klappt. Na, schnell. Oh, das war auch knapp. Mist. Mist. Nein. Okay, da hinten hakt's. Also, das müssen wir nochmal als... Das probieren wir jetzt nochmal als Nahkampf. Als Nahkampf-Legolas. Also. Und ich wollte ja eigentlich den doofen Berserker sammeln, ne?
Ah. Nee. Nee, vergesst es. Machen wir nochmal ein anderes Mal gezielt. Ich möchte ja hier den blöden Berserker haben. So, die Frage ist, wo ist der blöde Berserker? Also hier können wir auf jeden Fall einen Pfeil ranschießen. So, hier, nein, hier, ja. Oh, na super. Mensch, wo ist denn der Berserker? Oder ist der einfach nur außen? Was ist denn hier? Ah, hier kommen wir. Okay. Brauchen wir den Sam für. So, Sam holt uns nochmal rüber. Ach, die locken ja schon so ein bisschen, die Blauen. So. Dann gucken wir hier hinten nochmal. Was haben wir denn hier? Sieht mir eigentlich nach Klettern aus. Okay. Aber auch nur eigentlich. Was sind denn das hier für Türmchen? Ah, Zielscheiben. Okay, dann müssen wir schon manuell zielen. So, und jetzt? Ach du... Ach du Gott, oh Gott, oh Gott. Na. Na komm. Na wohl. Und jetzt? Aha. Schade. Nur sowas. Ich dachte, ich krieg jetzt einen Berserker geschenkt. Gut. Hier können wir nicht hoch. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall was für Gimli. Das heißt, wir brauchen einmal den Herrn Gimli. Und einmal hier gegen. Aha. Das hat aber ein komisches Geräusch gemacht. Na, hüpf schon. So, ganz schön dunkel, ne? Aha. Was? Aha. Ach, das ist der Berserker. Hallo, Berserker. Ein Uruk. Na. Das wusste ich jetzt nicht. Ah, das ist was für Sam. Also, wir haben den Berserker gefunden. Wir gucken hier gerade nochmal, was das hier für ein Blödsinn ist. Ah! Wie sollen wir da denn hoch? Also, mir ist schon klar, dass wir da hoch müssen als Gollum, aber wie kommen wir da rüber?
Aha. Okay, ich kletter mal hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und wieder Sam. Oh Gott, oh Gott, oh, da wird mir gleich schwindelig da oben. Na. Ach, komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes. So, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleib bloß hier oben. Also, einmal Legolas. Ist das hoch. Oh Gott, und das soll klappen. Natürlich soll das klappen. Ah! Nein! Scheiße. Machen wir später. So. Also, wir haben auf jeden Fall den Berserker. Und dann werden wir in der nächsten Folge... Ja, werden wir dann mal ein paar Mithril-Rezepte holen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann.